Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Szenario-Box von Kianush. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Szenario aus dem Jahr 2016. Es ist das Solo-Debütalbum von Kianush. 2014, zwei Jahre davor, ja schon Desperados erschienen, allerdings ja dies ein Kollabo-Album mit PA Sports gewesen. Wir haben hier eine schwarz-dunkelgraue Box und dann haben wir hier in goldener Schrift Kianush Szenario stehen. Unten dann noch LP, also die beiden Buchstaben für Life is Pain, das Label, bei dem hier Kianush unter Vertrag ist. Diese schwarz-graue Optik zieht sich hier rundherum. Auf der linken Seite lesen wir auch nochmal in dieser goldenen Schrift Szenario und die Rückseite ebenfalls in diesem schwarz-dunkelgrau und zum Abschluss haben wir noch die Credits und einen Barcode. Gut, wir haben hier eine reguläre Klappbox, bedeutet das Ganze geht dann hier seitlich aufzuklappen und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, Instrumentals, eine Autogrammkarte, ein Textbuch, ein Poster und natürlich das Album an sich. Von innen die Box ebenfalls in schwarz. Wir haben hier noch so einen Einleger, in dem die CD, in dem das Album eingefasst war. Dieser ist am Boden der Box festgeklebt. Gut, Box machen wir mal zur Seite. Nichts in dieser ganzen Box ist in Plastik verschweißt, das ist schön. Wir fangen gleich mal mit dem Album an. Hier haben wir auch wieder die goldenen Schriftzüge Kianush Szenario. Im Hintergrund sehen wir einen Kianush, der ja relativ böse aussieht, so von der Gesichtsmimik und von den Augen her. Und es erinnert irgendwie so ein bisschen an Dragon Ball, als würde da jetzt irgendwie gerade ein Kamehameha oder so entstehen. Interessante Gestaltung auf jeden Fall. Life is Pain präsentiert, lesen wir oben in weiß. Und darunter dann Premium Edition. Hier an der Seite haben wir nichts. Hier lesen wir auch nochmal Kianush Szenario. Und dann haben wir hier hinten die Tracklist. Und zwar haben wir 17 Tracks an der Zahl. Zwei Bonustracks. Wir haben Features von Manuelsen, PA Sports und Cedric und Nikan. Also vier Features auf 17 Tracks. So sieht das Ganze dann von innen aus. Wir werden mal kurz einen Blick in das Booklet werfen. Also Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier die Tracklist. Und zwar haben wir hier die Infos darüber, wer daran beteiligt war, beziehungsweise wer das Ganze produziert hat, den Beat und so. Kianush in schwarz-weiß. Und diese Optik zieht sich jetzt so durchs Booklet. Die Zahlen hier jeweils in so einem Goldgelb gehalten. Okay, das dürfte wohl der Künstler sein, der das Artwork gestaltet hat. Eben UAZ, wenn ich das richtig lese. Ja genau, hier steht es auch nochmal Muaz Artwork und Layout. Die Beteiligten. Dann haben wir noch weitere Tracks. Die zwei letzten Tracks, nochmals Kianush. Die Credits zum Album. Und hier noch ein Zitat. Wer sind wir schon, dass wir weglaufen, wenn es mal etwas hart wird? Jawohl, das klingt nach Kianush. Gut, dann schauen wir mal die CD an. Also, hier haben wir eine schwarze CD und auch hier wieder dieses Gesicht von Kianush. Premium Edition lesen wir hier. Rückseite blank schwarz. Dann haben wir die Instrumentals zum Album, ähnlich gestaltet wie auch schon das Boxcover, nur eben mit dem Zusatz Instrumentals hier. Darunter noch so ein goldener Rahmen, ansonsten alles schwarz. Also wir haben von 17 Tracks auch 17 Beats, keine Skits oder Text-Tracks ohne Beats, sondern wirklich 17 Beats am Start. Credits. So sieht dann die CD aus, auch hier wieder der Szenario-Schriftzug Instrumentals.
Und das Ganze kommt in so einem Digisleeve, in so einer Papphülle. Dann haben wir eine Autogrammkarte, ebenfalls wieder in schwarz und weiß gehalten und dann hier mit goldener Schrift, also mit goldenem Stift unterschrieben. Kianusch, Rückseite blank weiß, sehr schön. Dann haben wir ein Poster. Dieses im Querformat und auch hier, wie zu erwarten, Kianusch Szenario zu lesen und dann hier im Hintergrund wieder diese Comic-Kianusch-Figur. Das Ganze im Querformat und die Rückseite ist blank-weiß, also einseitig bedruckt im Querformat das Poster. Dann haben wir, bevor wir zum Shirt kommen, noch dieses Textbuch, dieses Heftchen hier. Ebenfalls wieder in schwarz, gold und weiß gehalten. Und zwar haben wir hier jeden Track Wort für Wort abgedruckt. Also, schön gemacht. Man kann hier dann natürlich die einzelnen Tracks, die einzelnen Texte mitlesen, mitrappen. Oder falls man mal etwas nicht verstanden haben sollte, kann man hier dann natürlich gut nachlesen. Auch hier wieder Abbildungen, so Grafiken mit eingebaut. Ah, das ist dann wohl Manuelsen. PA. Nochmals Kianusch. Das dann wohl die beiden Cedric und Nikan. Und hier nochmal Kianusch zum Abschluss. Und hier nochmal alle Feature-Gäste im Überblick, alle vier. Schön gemacht. Gefällt mir gut. Und als letzten Inhalt haben wir dann noch ein Shirt. Dieses in schwarz mit weiß bzw. grauem Aufdruck. Auch hier lesen wir wieder Kianusch Szenario. Und dann haben wir hier diese Ornamente, dieses Muster in so einer Bandana-Optik, also so dreiecksförmig. Neckprint haben wir keinen. Wir haben hier einmal Größe L vermerkt, allerdings nichts weiter. Jetzt würde mich mal interessieren, ob wir hier noch was finden. Ja, das sieht gut aus. Und zwar haben wir hier, was lesen wir hier? Plain Calm. 100% Baumwolle und das Ganze ist die Frage, wo es steht. Also auf diesem kleinen Zettelchen nicht. Würde mich natürlich interessieren, wo das Ganze hergestellt wurde, aber nachdem dieser Zettel neben diesem kleinen Größenvermerk im Genick der einzige Zettel ist, ist es mir hier nicht möglich herauszufinden, wo das Ganze herkommt. Also wir lesen hier noch 100% Baumwolle und dann lesen wir hier noch Testex Zürich, aber nicht, wo das Ganze hergestellt wurde. Okay, naja, nicht weiter schlimm. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier den weißen Schriftzug Kianusch, darunter Szenario. In dieser Bandana-Optik, in diesem Muster eben diese Dreiecksform von den Schultern runter bis im mittleren Brustbereich. Und was mir jetzt erst gerade aufgefallen ist, das T-Shirt ist ansonsten gar nicht glatt schwarz, sondern wir haben hier in dunkelgrau komplett an der Seite nochmal, also echt groß, diese Comic-Figur, diese Kianusch-Figur. Hier geht wirklich bis in die Mitte des Shirts. Also das ist mir vorher irgendwie untergegangen, habe ich gar nicht gesehen. Also das hier noch ein riesiges Motiv an der Seite. Ich muss ehrlich sagen, das an der Seite ist jetzt ehrlich, ist gar nicht so mein Fall. Also mir hätte das hier vollkommen ausgereicht, auch wenn es von der Farbe her etwas schlicht ist, so in Schwarz, Weiß und Grau. Aber gerade dieses Muster und diese Dreiecksform gefallen mir sehr gut und kann man in meinen Augen durchaus tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L.
Dann das Poster im Querformat einseitig bedruckt. Dieses kleine Heftchen, dieses Textbuch. Die unterschriebene Autogrammkarte. Die Instrumentals zum Album im Digisleeve. Und natürlich das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box, Szenario von Kianush. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kianush unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.